I am the Jochen, denn das ist der Frühsport für Sonntag, den 28. Februar 2021. Schönen guten Morgen. Der Februar geht und zum Abschied hat uns nochmal einen proppenvollen Sporttag auf den Tisch gelegt und es ist für jeden was dabei. Da bin ich mir ganz sicher, es gibt vor allem sehr viel Sport im Free TV heute. Wir haben Handball im Free TV, wir haben Volleyball im Free TV, wir haben Basketball im Free TV und noch vieles mehr. Und den Fußballblock schiebe ich heute mal erst ganz ans Ende. Normal fange ich ja oft mit Fußball auch an. Heute kommt er erst weiter hinten. Wer nur Fußball schauen möchte, kann jetzt entweder nach vorne springen im Video oder aber sich einfach mal anhören, was es sonst noch so gibt. Vielleicht ist da was dabei, wo er sagt, hey, das ist doch vielleicht auch mal eine Überlegung wert. Würde mich definitiv freuen. Beginnen wir mit Wintersport. Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Da gab es gestern wieder Medaillen und nicht zu so knapp, vor allem für die Norweger und Norwegerinnen in diesem Fall. Insgesamt Norwegen jetzt 14 Medaillen bei dieser WM geholt, alle anderen Nationen zusammen 13. Das ist ein Statement. Die nordische Kombination der Frauen wurde zum ersten Mal ausgetragen im Rahmen der WM und hier gingen Gold, Silber und Bronze nach Norwegen. Gold gab es für Gyda Westfold Hansen und Silber und Bronze an Mari Leinan Lund und Marte Leinan Lund. Die beste Deutsche war Cindy Haasch auf Platz 11. Und die Siegerin Gyda Westfold Hansen, die hier Gold gewonnen hat, ist die Cousine von Therese Johaug. Den Namen haben wir auch schon mal gehört. Wir kommen zum Skiathlon. Gold für Therese Johaug aus Norwegen. Da kann die Familie also gleich mal doppelt feiern. Hier aus deutscher Sicht nicht so erfolgreich gelaufen. Pia Fink wurde 19. als Beste. Das war dann eher, ja, nicht so. Bei den Herren im Skiathlon Gold an Alexander Bolschunow, der nicht für Russland startet, vor 5 Norwegern. Das heißt, Silber und Bronze auch wieder an Norwegen gegangen. Hier bester Deutscher Lukas Bögl als 29. Auch das nicht so erfolgreich. Aber dafür hat es Karl Geiger gerissen. Silbermedaille für das deutsche Team und vor allem für sich selber im Skispringen auf seiner Heimschanze in Oberstdorf. Der Normalschanz in diesem Fall. Herzlichen Glückwunsch an Karl Geiger. Gold ging an Piotr Szula aus Polen und Bronze an Ancel Lanišek aus Slowenien. Aber immerhin eine tolle Silbermedaille für Karl Geiger hier. Heute geht es weiter in Oberstdorf mit den nächsten drei Entscheidungen. Ein vier sind sogar. 10 Uhr geht es los mit der nordischen Kombination im Teamwettbewerb. Da wird gesprungen um 10 und der Langlauf dann um 15 Uhr als Staffel natürlich. Dazwischen gibt es um 13 Uhr die Langlauf-Teamsprint-Wettbewerbe der Damen und Herren und am Abend noch um 17 Uhr Skispringen mit dem Mixed-Team. Das auch alles von der Normalschanze. Es wird generell diese Woche von der Normalschanze gesprungen und dann präparieren sie um. Und die nächste Woche sind dann die Veranstaltungen von der Großschanze. Also diese vier Entscheidungen werden stattfinden. Alles das live zu sehen im ersten und auf den Eurosport-Kanälen. Das erste ist heute unglaublich lang drauf. Die fangen um 9:30 Uhr an und zeigen dann 10 Stunden lang Wintersport bis kurz vor 7:30 Uhr. Das ist schon echt bemerkenswert. Das, was sie nicht live zeigen im TV, zeigen sie im Stream auf sportschau.de. Und Eurosport packt da natürlich auch noch einen drauf. Die fangen nämlich um 8:30 Uhr schon an im Eurosport mit Skicross. Dann gibt es heute den Teamwettbewerb in dem georgischen Bakuriani. Und das ist der Ort, in dem gestern Florian Wilmsmann seinen allerersten Weltcupsieg im Skicross-Einzelrennen geholt hat. Herzlichen Glückwunsch an Florian Wilmsmann. Wilmsmann heißt der Gute. Tolle Sache, toller Sieg, hat uns gestern früh schon begeistert, die dabei waren. Also morgen oder heute ist es früh aufstehen, 8:30 Uhr, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da reingucken will in den Teamwettbewerb. Jetzt schon los, das Video geht noch eine Weile. Ski Alpin gab es gestern auch, und zwar die Abfahrt der Frauen gewann wieder Lara Gutberami, wie schon am Vortag. Diesmal vor Karin Suter, beide aus der Schweiz. Und Platz 3 diesmal für Kira Weidle. Die war am Freitag noch Vierte, gestern Dritte. Tolles Ergebnis auch wieder für die Kira. Das lässt sich gut an. Heute geht es weiter mit einem Super-G, ebenfalls in Val di Fassa. Um 11 Uhr geht das los. Und bei den Herren gab es gestern noch einen Riesenslalom. Da hat Filip Subcic gewonnen. Die Deutschen Schmid und Lulz auf 11 und 14. Heute gibt es dort wieder einen Riesenslalom. In Bansko in Bulgarien ist das 10 Uhr der erste Lauf, 12:30 Uhr der zweite Lauf. Und all das auch mit drinnen noch in der Wintersportstrecke im ersten, wobei die sich primär auf diese Ski-WM in Oberstdorf konzentrieren. Und wer Ski Alpin gucken möchte oder im Skicross, der weiche bitte auf den Stream dort aus. Oder guckt es auf Eurosport.
1 und 2. So, das ist der Wintersport. Dann ganz woanders ist es sehr warm gewesen gestern, nämlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da ging die UAE-Tour zu Ende, wie erwartet, mit dem Sieg von Pogacar vor Adam Yates und Joao Almeida. Auf der Abschlussetappe Caleb Ewan, der Sieger, vor Sam Bennett und Phil Bauhaus, als deutscher Bestplatzierter Dritter geworden in dieser Etappe. In der Gesamtwertung der beste Deutsche, ehemalige Buchmann, auf Platz 12. Die Formel E hat ihren zweiten und vorerst letzten Lauf absolviert, denn es ist, wie ich gestern schon erwähnt habe, bisher noch nichts weiter terminiert. In Saudi-Arabien gewann diesmal der Engländer Sam Bird durch Abbruch des Rennens 3 Minuten vor Ende. Da gab es eine Safety-Car-Phase und dann war Schluss. Bester Deutscher wieder René Rast, diesmal als Zehnter. Beim Rugby Six Nations Turnier fällt heute Frankreich gegen Schottland aus, weil die Franzosen Corona haben. Und gestern gab es unter anderem den Sieg von Wales gegen England. Und der war insofern historisch, weil die Waliser 40 Punkte gemacht haben in diesem Match gegen England. Das ist historischer Höchstwert. So viel haben sie noch nie gegen eine englische Mannschaft erzielt. Und damit haben sie sich auch die sogenannte Triple Crown gesichert. Denn die Waliser haben in diesem Wettbewerb gegen die anderen drei Inselteams aus Irland, aus Schottland und aus Wales gewonnen. Und das kommt nicht allzu oft vor. Glückwunsch also an die Waliser. Nächste Woche dann weitere Spiele im Rugby Six Nations. Was gibt es jetzt aber heute zu sehen? Wir haben zum Beispiel Volleyball. Da gibt es die Pokalendspiele der Damen und Herren. Die finden beide in Mannheim statt, in der SAP Arena. Um 14:45 geht es los am Nachmittag mit dem Damenpokalfinale Potsdam gegen Schwerin. Und im Anschluss daran ab 17 Uhr gibt es das Männerpokalfinale. Und da ist die Besonderheit, dass zum ersten Mal seit 8 Jahren nicht Berlin oder Friedrichshafen gewinnen werden. Das waren die, die sich abgewechselt haben in den letzten 8 Jahren. Dieses Jahr heißt das Finale Frankfurt gegen Königs Wusterhausen. Ja, durchaus namhaft. Frankfurt. Aber das Spiel verspricht einiges. Beides live zu sehen auf Sport 1 im Free TV. Und wer sagt, Volleyball ist nicht so mein Ding, aber Free TV habe ich, der kann gerne auch Basketball gucken am Abend. 20.30 Uhr gibt es Oldenburg gegen Braunschweig aus der Basketball-Bundesliga, ebenfalls auf Sport 1 und ebenfalls for free. Da gibt es bereits am Nachmittag 3 Spiele um 15 Uhr auf Magenta Sport und um 18 Uhr das Topspiel Dritter gegen Zweiter, Alba Berlin gegen Crailsheim, auch das auf Magenta Sport zu sehen. Und nochmal Free TV, nämlich Handball-Bundesliga. Die gibt es ab 13:30 auf Sky Sport News im Free TV mit dem Spiel Kiel. Potsdam, das war bei den Frauen, noch bin ich gerade verrutscht, weil der Zettel so eng beschriftet ist hier. Das ist echt irre heute. Kiel gegen die Füchse Berlin, das ist Vierter gegen Fünfter. Ein Nachholspiel, das hier ausgetragen wird. 13:30 Sky Sport News live zu sehen im Free TV. Generell ist heute so ein Nachholspieltag in der Handball-Bundesliga. Die packen alles da rein, was in den letzten Wochen so ausgefallen ist. Und da gibt es 4 weitere Spiele um 16 Uhr, die in der Konferenz auch auf Sky zu sehen, allerdings im Bezahl-Sky, Sky Sport. Unter anderem dabei Magdeburg und die Rhein-Neckar-Löwen aus der Spitzengruppe. Der Zweite und der Dritte sind am Start. Wer fehlt, ist der Erste der Liga, nämlich der Tabellenführer Flensburg-Handewitt. Die spielen um 18 Uhr in der Champions League gegen Shekit. Das gibt es auf DAZN zu sehen. Machen wir es noch komplett mit DEL. 3 Spiele ab 14:30 auf Magenta Sport und dann noch amerikanischer Sport in diesen Sportarten. Die NHL gibt es am Abend um 18 Uhr. Boston zu Gast bei den New York Rangers und Columbus zu Gast in Nashville um 21 Uhr. Und dann gibt es noch NBA mit den LA Clippers bei den Milwaukee Bucks um 21:30 Uhr. Das dann alles wieder auf DAZN zu sehen. So, haben wir alles außer Fußball durch. Radsport haben wir, Rugby haben wir, Formel E haben wir, Volleyball, Basketball, Handball, Eishockey. Gut, dann können wir jetzt zum Fußball gehen. Ich muss mal kurz meinen Zettel ein bisschen umparken, damit ich noch was lesen kann. Gehen wir den der Reihe nach durch. Beginnen mit der Bundesliga. Da gab es gestern und vorgestern 6 Heimsiege in 6 Spielen. Ne? Letzten hatten wir gerade diesen unentschieden Spieltag, wo sie fast alle nur sich unentschieden getrennt haben, jetzt also durch die Bank weg Heimsiege. Übrigens kein einziges 3:1 dabei. Das ist eigentlich sonst immer mein Tipp, aber da es gab mir sogar mehr 5:1 gestern als 3:1. Die oben haben durch die Bank weg gewonnen gegen die unten. Das war halt so ein Spiel da. Ne? Bayern gewinnt, Dortmund gewinnt, Wolfsburg gewinnt, Leipzig gewinnt. Okay, Leipzig war knapp in der Nachspielzeit, aber gewonnen. Der einzige, der noch fehlt von oben, ist Leverkusen. Die spielen heute um 18 Uhr gegen Freiburg auf Sky Bundesliga. Können da also auch noch gewinnen. Sollten auch gewinnen. Gerade nach dem Europa League-Aus brauchen die jetzt
ein Erfolgserlebnis, um dann nach oben mit drin zu bleiben in der Verlosung. Außerdem haben wir um 13:30 Union Berlin gegen Hoffenheim. Das gibt es auf der Zone. Wie immer die 13:30 Spiele. Und um 15:30 haben wir die Mainzer gegen Augsburg. Und da geht der Blick natürlich nach unten. Denn es gilt natürlich dementsprechend jetzt umgedreht. Unten haben sie alle verloren. Köln verloren, Berlin verloren, Schalke verloren, Bielefeld verloren. Und jetzt könnte Mainz mit einem Heimsieg gegen Augsburg die Augsburger so richtig mit reinziehen, da unten in den Sumpf. Und sich selber eine unglaublich gute weitere Ausgangslage verschaffen. Also das 15:30 Sky Bundesliga zu sehen. Dort gibt es auch die zweite Liga. Da gab es gestern die Siege für Bochum und für Kiel aus der Spitzengruppe. Und Fürth hat ein bisschen gepatzt, gepetzert. Was ist die Verniedlichung von gepatzt? Gepetzigt. Sich ein Petzerchen geleistet. Beim 2:2 in Hannover. Mehr war da nicht drin für die Fürther. Das heißt, die müssen abreißen lassen. Jetzt 2 Punkte Rückstand auf die anderen beiden. Die Hamburger können ja erst morgen nachziehen. Heute auch eher der Abstiegskampf im Fokus. In der zweiten Liga 13:30 die Konferenz mit 3 Spielen. Unter anderem Sandhausen gegen Osnabrück, 17. gegen 15. Das ist natürlich Abstiegszone pur. Und dazwischen liegt der 16., die Braunschweiger, die spielen auch mit, die treten nämlich in Nürnberg an. Und wenn die Nürnberger nicht aufpassen, rutschen sie da unten auch nochmal mit rein. Dritte Liga, gestern Dresdens Sieg gegen Ingolstadt, 4:0, beeindruckend. Und zum ersten Mal seit 2012, dass der Tabellenführer wieder gegen einen Tabellenzweiten gewonnen hat. Die Rostocker ebenfalls gewonnen, die Wiesbadener auch gewonnen, vor allem Wiesbaden imponiert. Die sind jetzt 10 Spiele in Folge ungeschlagen. Das ist Vereinsrekord für Wiesbaden, Glückwunsch. Also die bleiben alle 4 oben mit drin. Die 60er hatten ja bereits am Freitag gewonnen. Und die letzten 3 haben alle verloren in der Tabelle. Und dann geht natürlich jetzt heute die Frage nach Uerdingen gegen Duisburg. Wer kann da unten profitieren von diesen Niederlagen der anderen 3 Teams? Das ist 16. gegen 17. Uerdingen gegen Duisburg. Um 14 Uhr live auf Magenta zu sehen. 13 Uhr schon Türkgücü gegen Zwickau. Die Tabelle ist allerdings total, also die ist wirklich total verzerrt. Die Uerdinger, von denen ich gerade sprach, die haben bisher 21 Partien absolviert und Kaiserslautern, die liegen 1 Platz und 2 Punkte vor ihnen, die haben schon 26 Partien absolviert. Also 5 Nachholspiele für die Uerdinger stehen da noch an. Die könnten Kaiserslautern distanzieren auf Längen. Da wird aber ja ordentlich jetzt in den nächsten Wochen nachgearbeitet. Da wird sich das alles ein bisschen entspannen. Noch der Blick ins Ausland auf die wichtigsten Spiele und Ereignisse. Und auch da ist heute eine Menge los. Man könnte den Tag eigentlich schon problemlos mit ausländischem Fußball füllen. Kommt mal gut über die Runden. Wir schauen mal nach Spanien. Da hat Barcelona gewonnen 2:0 in Sevilla heute das Topspiel. Nee, gestern das Topspiel. Heute spielt Atletico, der Tabellenführer, um 21 Uhr bei Villarreal. The Zone zeigt's. England, Manchester City gewann gestern gegen West Ham im Topspiel 2:1, baut damit seine Führung weiter aus. 20. Pflichtspielsieg in Folge für Man City, das ist schon sehr bemerkenswert. Heute auch wieder volles Programm dort, 13 Uhr zum Beispiel Leicester City gegen Arsenal, 17:30 Chelsea gegen Manchester United, huiuiui. Und um 20.15 Uhr wird der FC Liverpool versuchen beim Tabellenletzten aus Sheffield einen Sieg einzufahren. Ich glaube, das schaffen sie heute auch. Ich bin guter Dinge. Italien kommt daher mit Punktverlusten für Spitzenteams gestern. Juventus Turin nur 1:1 bei Hellas Verona. Das war sicherlich anders geplant. Lazio Rom hat sogar verloren in Bologna und auch federn lassen müssen. Mal schauen, wer das heute ausnutzen kann. 12.30 Uhr Atalanta Bergamo vielleicht. Die spielen bei Sampdoria. Dann kommt um 15 Uhr Tabellenführer Inter gegen den FC Genua. Sollten eigentlich keine Schwierigkeiten haben. 18 Uhr dann Neapel gegen Benevento und am Abend der absolute Kracher aus Italien. 4. gegen 2. Roma gegen Milan. Alle diese Spiele auf der Zone live zu sehen. Die Premier League habe ich, glaube ich, gerade nicht gesagt, auf Sky Sport. Das sind ja so die üblichen Sachen, wo das halt so läuft. Ne? Also Sky Sport, die Premier League und der Rest auf der Zone. Ebenso wie zum Beispiel auch Frankreich. Gestern Paris Saint-Germain klar gewonnen, 4:0 in Dijon. Heute gibt es die anderen 3 aus der Spitzengruppe, nämlich Monaco um 13 Uhr gegen Brest. Dann kommt Lille um 17 Uhr gegen Straßburg und um 21 Uhr Olympique Marseille gegen Olympique Lyon. Auch das immer wieder der ewig junge Klassiker. Alles auf der Zone live zu sehen. Und die zeigen heute, und dann sind wir gleich durch, die zeigen heute auch noch die Eredivisie aus den Niederlanden. Da sind nämlich die ersten, da sind, phonetisch heute bin ich heute echt raus. Da sind die ersten 4 der Tabelle unter sich. Es gibt um 14.30 Uhr zuerst mal das Topspiel, 2. gegen 1. PSV Eindhoven gegen Ajax Amsterdam. Und im Anschluss daran, ab 16:45 Uhr, gibt es dann 3. gegen 4., nämlich Alkmaar gegen Feyenoord. Also da wird in der Spitze
sich einiges vielleicht neu positionieren. Mal schauen. Den Tag schließt ab der geschätzte Kollege Arndt Zeigler um 23 Uhr mit der wunderbaren Welt des Fußballs auf WDR. Und ich gehe jetzt schlafen, denn, damit ich fit bin für morgen, für all diese Dinge, die ich da zu gucken habe. Und wenn ihr Lust habt, habe ich gesagt, morgen? Nein, also ich gehe jetzt schlafen und dann morgen ist ja heute, aber jetzt ist schon heute, aber heute noch früh. Und ihr wisst, wie ich es meine, glaube ich, ungefähr. Also für heute ist das alles zum Gucken. Morgen ist ja Montag und morgen ist nicht so viel los. Das wird ein entspannter Tag dann. Aber gehen wir erstmal in den Sonntag rein. Ich hoffe, ihr habt was gefunden, was euch Spaß macht. Dann genießt es bitte. Ansonsten geht raus, ist auch nicht verkehrt in diesen Zeiten. Habt einen schönen Sonntag und bis, jetzt mache ich es richtig zum Schluss, morgen früh, Montag. Dann ist März. Genau, so sieht's aus. Schönen Rest Februar. Tschüss.